Wir zeigen euch jetzt unser Robens Greencone PRS Trekking Tipi-Zelt. Wenn ihr dabei sein wollt, dann bleibt dran. Ja, jetzt gehen wir doch mal rein ins Robens Greencone PRS. Also erstmal zeigen wir den Vorraum, der wirklich sehr groß ist. Also ihr seht, hier haben wir unsere Mobicool stehen, einfach auf dem Boden. Und auf der anderen Seite haben wir dann so ein bisschen Küchenkram noch und unsere Schuhe, den Mülleimer und auch noch Fußmatten, damit wir natürlich keinen Dreck reintragen. Wir können jetzt natürlich mal im Detail sein. Was an diesem Zelt besonders gut ist, ist die Mittelstange. Die ist nämlich nicht in der Schlafkabine, sondern wie ihr seht, hier steht die davor und ist schief. Also die soll auch so sein, damit nämlich in der Schlafkabine nicht diese Stange stört. Und das war einer der Hauptgründe, dieses Zelt tatsächlich zu nehmen, weil wir dann einfach eine ganz normale Schlafkabine haben, wo wir wie in einem ganz normalen Zelt sind und eben nicht die Stange in der Mitte haben. Dann möchte ich hier nochmal erwähnen, ihr könnt die Tür auch hier komplett aufmachen, einfach aufwickeln und dann habt ihr einen wirklich großen Eingang. Und eine sehr, sehr große Belüftungsmöglichkeit. Und dann seht ihr, es gibt quasi noch eine Innentür und die kann man sowohl aus Moskitonetz als auch wieder mit Stoff und Moskitonetz. Das heißt, je nachdem wie warm es ist, kann man sich das aussuchen, ob man nur Moskitonetz haben möchte und die vordere Tür zumacht oder ob man alles offen lässt, und das kann man sich frei aussuchen. Und der Stoff von der Innenzelttür ist auch abgedunkelt. Das heißt, wenn ihr den zumacht, dann habt ihr auch wirklich eine abgedunkelte Schlafkabine. Das sieht man jetzt so mit der Kamera nicht so, aber es ist halt tatsächlich gerade schon sehr, sehr dunkel. Oh, ich finde, das sieht man schon ganz gut. Was man definitiv auch hat, ist durch diese modulare Aufbauweise von diesem Zelt. Man hat halt ein Außenzelt. Das kann man auch mit der Teleskop-Mittelstange als quasi... Hier seht ihr, sind die miteinander verbunden. Das geht auch sehr schnell. Genau, und man muss die Innenkabine nicht reinmachen. Und dann hat man einfach einen Unterstand, den man auch gut nutzen kann für Biwak oder so. Und... ja, deswegen hat man hier eine sehr gute Durchlüftung. Hinten in den Zeltbereichen habt ihr auch allgemein, könnt ihr jetzt gut sehen, die drei großen Öffnungen. Und die könnt ihr auch alle einzeln zusammenknoten und dann... Genau, einfach wieder so aufwickeln wie die Tür quasi. So, wir können ja jetzt mal anfangen. Was haben wir in unserem Vorraum? Genau, also da fangen wir mal hier an. Hier haben wir unsere Mobicool. Die haben wir ja auch immer im großen Zelt und auch beim Wintercamping dabei. Und die passt hier wirklich perfekt rein. Und natürlich seht ihr auch, wie groß das wirklich auch ist. Also der Vorraum. Und ihr seht, dass da ist immer noch Platz. Also da wird auch immer noch was hinpassen. Und auf der anderen Seite haben wir, wie Jenny das gerade eben schon sagte, den Mülleimer. Da haben wir eigentlich die ganzen Sachen genommen, die wir auch jetzt so normal haben. Wir könnten auch mit unserer Trekking-Ausrüstung loslegen. Der Kocher ist da. Das ist also alles. Aber auf jeden Fall genug Platz, um auch unsere normalen Zeltsachen benutzen zu können. Und was ich halt auch immer gut finde, man kann wirklich hier in Ruhe seine Schuhe abstellen und auch eine Fußmatte noch vorlegen. Was auch schön ist, ist, dass wir die Möglichkeit haben, einen Zeltteppich. Wir haben jetzt von unserem normalen Zelt den Zeltteppich da reingetan, damit es einfach ein bisschen sich der Zeltboden mehr geschützt ist und es sich einfach barfuß einfach besser anfühlt. Das geht auch trotz der runden Form. Da haben wir einfach den kleinen Zeltteppich von unserer Schlafkabine reingepackt und das geht hier sehr gut. Und dann mit diesen an IKEA-Teppichen dazu. Dann muss man hier nochmal sagen, haben wir hier so Organizer-Fächer an den Seiten. Da kann man dann auch immer nochmal gut was reinpacken. Und dann gibt es hier oben auch Hängesysteme, um eine Lampe aufzuhängen. Wir empfehlen ja immer unsere Lampe. Die findet ihr auf jeden Fall noch in der
in der Equipment-Liste, die wir auf unserer Homepage haben. Und so ein paar Sachen packen wir auch in die Videobeschreibung. Da habt ihr dann auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen und alles andere findet ihr dann auf der Equipment-Liste. Hier kann man so im Vorbeigehen nochmal die sehr, sehr gute Lüftung von dem Zelt sich angucken. Sie geht auch bis oben hin. Also wirklich über die ganze Ecke. Und alles mit Moskitonetzen voll, ne? Ja. Ja, dann zeig mal, was so da hinten ist, die Elektroabteilung. Da ist einfach... Sieht ein bisschen wild aus. Sieht ein bisschen wild aus, aber das geht halt dann nicht immer so ganz. Da haben wir dann eine Tasche mit Klamotten. Und so ein bisschen Kram halt, Kram, den man auch alles braucht. Da haben wir die Fernbedienung für unsere Lampe. Hier unsere Lampe ist nämlich mit einer Fernbedienung zu steuern. Dann haben wir hier den Outwell-Schlafsack von Fabian. Das ist der Outwell Camper Lux Schlafsack. Den haben wir euch auch in dem Video zum Hayward Lake bzw. Rock Lake verlinkt. Den kann man auch als Decke verwenden bei ganz warmen Temperaturen, weil man ihn einfach komplett aufmachen kann. Der ist voller Fusseln. Und meiner ist ein normaler Mumienschlafsack. Ich kam damit immer sehr gut klar. Viele finden den immer zu eng, aber für mich passt der prima. Für mich wäre da zum Beispiel gar nichts. Worauf schlafen wir? Auch hier? Kann ich einmal drauf zeigen. Da auf den Outwell Dream Boots 12 cm Single schlafen wir. Auch dazu verweisen wir gerne auf die Roomtour zum Rock Lake. Denn da haben wir ganz, ganz viel. Und natürlich auch auf unsere Podcast-Folge mit dem Schlaf-Update, Schlafen im Zelt 2.0. Da haben wir nochmal ganz, ganz in unserer Podcast-Folge ganz ausführlich darüber gesprochen, wie das so sich mit diesen Schlafmatten so verhält und was wir da für uns einfach gefunden haben als richtige Variante. Dann haben wir hier einfach nur noch unsere Handtücher hier liegen und meine Klamotten für morgen. Nochmal Badesachen, weil wir wahrscheinlich gleich nochmal ins Wasser springen werden. Hier kann man auch nochmal die Haltepunkte sehen von der Tür von innen. Und ich glaube, damit haben wir alles. Eine Sache fällt mir noch auf bei der Tür. Da seht ihr nämlich, dass hier so eine gespannte, mit so einem Gummizug gespannte Lamelle über dem Reißverschluss ist. Das heißt, ihr habt, auch wenn es richtig doll windig ist, ist der Reißverschluss relativ windsicher und man hat einfach die Möglichkeit, dass das nicht die ganze Zeit da zieht wie Hechtsuppe. Ja, das war der Innenbereich von unserem Robens Green Cone PRS und ja, das ist wirklich eine richtig, richtig gute Ergänzung zu dem, was wir sonst so haben und wir können jetzt schon sagen, wir lieben dieses Zelt wirklich sehr. Es ist wirklich sehr süß. Sehr süß und vor allen Dingen sehr flexibel. Und wenn ihr auf der Suche nach einem kleinen Trekkingzelt seid, womit ihr doch aber noch Platz habt und was aber sehr, sehr schnell aufgebaut werden kann, also Stand nach 5 Minuten mit Abspann und dementsprechend, also schnell abspannen, also vielleicht 10 Minuten mit gemütlich abspannen. Und da kann man einfach sagen, jo, das kann man auf jeden Fall gut nehmen. Insofern, dann wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß beim Gucken unserer anderen Videos und wenn ihr noch nicht gemacht habt, drückt gerne auf den Abonnieren-Button und aktiviert die Glocke. Wir freuen uns immer sehr und natürlich und kostet auch nichts. Kostet auch nichts und vor allen Dingen, was auch nichts kostet und was uns ganz besonders freut, ist, wenn ihr schreibt, wie ihr dieses Zelt so findet und uns einen Kommentar unter dem Video hinterlasst. Da freuen wir uns immer ganz besonders auf den Austausch mit euch. Bis dann. Tschüss. Diese Folge wurde dir präsentiert von Camp Nation.